Zoe steht unter der Dusche, als er ins Zimmer kommt. Die Tür zum Bad ist offen, er lehnt sich an den Türrahmen und sieht ihr beim Duschen zu. Weißt du, sagt sie, dass John Lennon und Yoko Ono in Amsterdam ein einwöchiges Bed-In veranstaltet haben? Das war im März 1969, nach ihrer Hochzeit. Unglaublich, damals war ich noch gar nicht geboren. Sie haben den ganzen Tag im Bett gelegen und die Weltpresse empfangen. Nackt? Sie streicht sich mit den Händen die nassen Haare nach hinten, um das Shampoo herauszuspülen. Nein, sie trugen Schlafanzüge oder Bademäntel und haben für den Weltfrieden demonstriert. Aber es gibt ein Album, Two Versions. Da sind sie beide auf dem Cover nackt. Das Album wurde in England nur in einer Hülle aus braunem Packpapier verkauft. Er nimmt ein Handtuch von der Stange und reicht es ihr. Ich nehme an, es war ein ziemlicher Renner. Absolut nicht. Auf dem Album war nämlich überhaupt keine Musik, sondern lediglich ein Mix aus Geräuschen und Tonfetzen, den die beiden in irgendeiner Nacht und nach einigen Joints, nehme ich mal an, zu Hause mit dem Kassettenrekorder aufgenommen hatten. Irgendwo stand auch ein Klavier herum und Lennon, vermutlich, es könnte auch Yoko Ono gewesen sein, schlägt manchmal ein paar Akkorde an oder klimpert einfach nur so herum. Also man kann darüber sagen, was man will, aber es ist originell. Sowas hat im Pop weder davor noch danach irgendjemand gewagt. Sie liegen wieder im Bett. Amsterdam ist offenbar ansteckend. Sie sollten ein Bed-in machen, am besten nackt allerdings, im Gegensatz zu John Lennon und Yoko Ono. Die Weltpresse interessiert sich ja nicht für sie. Erzähl mir etwas von dir, sagt er. Egal was, warum bist du nach Berlin gezogen? Sie steht auf. In Ermangelung eines Schlafanzugs oder Bademantels oder Kimonos, Yoko Ono ist Japanerin, hüllt sie sich wieder in das Laken. Am Fenster liegt neben dem Aschenbecher ihre Zigarettenschachtel. Historisch gesehen dürfte sie mit dem Rauchen dem Lennon-Ono-Urbett-In näher kommen als er mit seiner weitgehend drogenfreien Existenz als Epileptiker. Ich lasse es, wenn du willst, sagt sie. Nein, es gefällt mir, wenn du rauchst. Das hat mir noch keiner gesagt. Wie beim ersten Mal, als er sie hat rauchen sehen, fällt ihm ihre Art zu inhalieren auf, diese Mischung aus Selbstliebe und Selbstzerstörung, die darin zum Ausdruck kommt. Schließlich sagt sie, ich wollte in Berlin meinen Vater finden. Erzählst du mir die Geschichte, fragt er. Vielleicht.